Eurostock Report präsentiert Ihnen das Unternehmen Real Estate International Investment, kurz REI. Die Düsseldorfer AG fokussiert sich mit ihren Unternehmungen auf Immobilienobjekte mit Entwicklungspotenzial. Eurostock Report sprach mit Unternehmenssprecher Ingo Maurer. Herr Maurer, können Sie Ihr Unternehmen bitte kurz vorstellen? Wie und warum ist die REI-Gruppe entstanden? Die REI-Gruppe ist eigentlich entstanden. Die Gründe liegen in der Vergangenheit. Es gibt viele Investoren, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Jahrzehnte ist vielleicht zu viel, aber 2 Jahrzehnte sicherlich. Es sind sehr starke holländische Investoren, die sehr gut kapitalisiert sind, im Bereich der Entwicklung sehr stark sind. Die gehören eigentlich zu den Marktführern in den Benelux-Staaten. Und wir haben uns jetzt gemeinsam entschlossen, eine Firma zu gründen, eben die REI, um die Aktivitäten einfach zu bündeln, optimiert arbeiten zu können, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Wer sind denn die Gründungsgesellschafter? Wir haben die REI als AG übernommen, und zwar 90% des Aktienkapitals, haben auch eine Stammkapitalerhöhung schon durchgeführt. Wir warten auf die Eintragung. Wir wollen weitere Stammkapitalerhöhungen durchführen, ca. 2,5 bis 3 Millionen Euro bis Ende 2008. Ich denke, das gelingt uns auch. Unsere holländischen Partner investieren momentan selber sehr viel Eigenkapital. Das heißt, wir sind auch nicht unbedingt abhängig von Banken. Wir können so ziemlich jedes Geschäft im gewerblichen Bereich aus eigener Kraft stemmen. Wir geben uns Mühe, das weiterhin optimieren zu können. Welche Ziele hat sich die REI gesetzt? Ziel der REI-Gruppe ist es, zumindest in den nächsten 3 Jahren ein Aktienkapital von ungefähr 10 Millionen Stücken auf den Markt zu platzieren. Wir möchten maximal 30% Free Float erreichen. Das heißt, die Gründungsaktionäre wollen also nicht unbedingt ein breites Publikum. Sie möchten weiterhin das Management aktiv gestalten, das Geschäft aktiv gestalten, allerdings auch entsprechende Rendite für die normalen Aktionäre gewährleisten. Können Sie mir etwas zum aktuellen Status des Unternehmens sagen? Befinden Sie sich noch im Strukturaufbau oder sind schon operative Tätigkeiten erfolgt? Sowohl als auch. Der Strukturaufbau, sage ich mal, hat schon stattgefunden. Es wurden 2 Töchtergesellschaften gegründet, einmal um den Wohnungsbestand, den wir zukaufen möchten, ab 2008 zu realisieren. Das ist die REI Grundbesitz GmbH und dann gibt es einmal die REI Beteiligungs GmbH. In der werden Beteiligungen gehalten, die wir mit anderen niederländischen und angelsächsischen Investoren gegründet haben. Es wurden auch schon da Geschäfte gemacht. Es wurde zum Beispiel ein Baugrundstück bei Berlin gekauft, aus Eigenmitteln bezahlt. Die REI Grundbesitz GmbH hat noch keine Geschäfte realisiert, soll aber passieren im Jahre 2008. Die REI AG hat schon operatives Geschäft gemacht. Es wurde ein Multifunktionscenter in Dormagen gekauft. Es wurden weiterhin LOIs abgegeben. Wir stehen kurz davor, in Bonn, Bad Godesberg, eine weitere gewerbliche Immobilie zuzukaufen. Und all diese gewerblichen Sachen sollen also in der REI AG komplett gebündelt werden. Werfen Sie doch mal einen Blick in die Zukunft. Wo möchte die REI als Aktiengesellschaft hin? Es wäre sicherlich vermessen zu sagen, wir möchten Marktführer werden. Wir möchten uns allerdings in diesem Bereich, in dem wir tätig sind, gut positionieren. Als, wie kann man sagen, notleidende Geschäfte zu realisieren, umzusetzen, anzukaufen, zu optimieren, zu entwickeln. Das ist eigentlich unsere Stärke. Wir arbeiten mittlerweile für alle Landesbanken, bekommen natürlich eine ganze Menge an Angeboten von Banken. Vornehmlich sind das notleidende Geschäfte, die wir versuchen zu optimieren und wieder an den Mann zu bringen oder eben zu halten. Sind eigentlich nicht viele ähnliche Vorhaben in letzter Zeit gescheitert? Ja, sicherlich, aber deswegen haben wir uns ja auch anders positioniert. Wir sind ja nicht diejenigen, die auf dem freien Markt agieren, sondern wir arbeiten mit langjährigen Kontakten, die sich in 2 Jahrzehnten angesammelt haben. Wir sind Problemlöser für Banken. Für normale Investments sind sicherlich andere Gesellschaften da. Wir nehmen eigentlich das schwierige Geschäft auf und an und setzen das um. Ein großes Thema unter Börsianern und Anlegern ist die Immobilienkrise in den USA. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie nicht Bedenken wegen der US-Immobilienkrise? Nein, erstmal bewegen wir uns nicht in diesem Bereich. Es betrifft meistens die Privathaushalte in den USA, wo Häuser finanziert wurden und deren Eigentümer nachher die Raten nicht mehr zahlen konnten. Wir nehmen ja auch dieses Geschäft im Bereich der gewerblichen Immobilien auf. Wir suchen notleidendes Geschäft, weil wir die Banken dazu bewegen, auf Forderungen zu verzichten, uns gute Preise zu machen, deswegen können wir es auch umsetzen. Wie sieht die konkrete Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat aus? Der Aufsichtsrat der REI besteht aus 3 Mitgliedern. Einmal ist das Herr Hubertus Peiper. Er war lange Jahre lang Vorstandssprecher und Präsident des Vorstandes der Baufonds. Er vertritt natürlich auch die Interessen der niederländischen Aktionäre. Des Weiteren gibt es den Herrn Horst Frank, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der sich um steuerliche Belange unseres Unternehmens kümmert.
Und als dritten Mann haben wir Herrn Konstantin Kletti als Rechtsanwalt in Düsseldorf. Er kümmert sich um die rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens. Vielen Dank, Herr Maurer. Danke auch.